Hallo und herzlich willkommen hier beim TÜV Rheinland in der 18. Etage. Ich befinde mich hier im Innovation Space und in diesem Video zeige ich euch mal, welche Funktionen dieser Innovation Space überhaupt hat. Der Innovation Space ist ein Raum, wo sich alle Mitarbeiter des TÜV Rheinlands entfalten können, neue Ideen entwickeln können und vielleicht auch über neue Geschäftskonzepte nachdenken können. Deswegen gibt es hier unterschiedliche Bereiche in diesem Innovation Space. Wir haben zum einen den Open Space, der für jeden Mitarbeiter frei zugänglich ist. Also da muss man nicht über einen Besprechungsraum das irgendwie buchen. Also hier kann man sich jederzeit hinsetzen, brainstormen und was ganz cool ist, man hat ein Whiteboard über die komplette Wand und kann da so seine Ideen freien Lauf lassen und komplettes Brainstorming betreiben. Neben dem Open Space gibt es auch noch unseren Wald, wo man sich auch reinsetzen kann und bei Vogelgezwitscher und einem Waldklima seinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Das ist auch mal ein sehr guter Rückzugsort für Mitarbeiter, wenn man wirklich mal konzentriert irgendwie arbeiten will oder wirklich mal ein anderes Mindset haben will, dann ist es wunderbar, sich in diesen Wald hier auf der 18. Etage zu begeben. Zusätzlich zu diesen beiden offenen Möglichkeiten gibt es auch noch zwei Besprechungsräume. Einmal das Chalet, was ein bisschen in einem rustikalen Stil eingerichtet ist, wo man schöne, entspannte Sessel hat und wo auch nicht so viele digitale Technik verbaut ist. Und hier kann man sich auch wunderbar mit Kollegen verabreden, um neue Projekte oder neue Innovationen zu entwickeln. Neben dem Chalet gibt es auch noch die Möglichkeit, einen zweiten Besprechungsraum zu buchen, der Future-Raum, wo man letztendlich ein bisschen futuristische Einrichtung hat, wo natürlich auch viel mehr digitale Technik wie zum Beispiel Beamer verbaut ist. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, den Innovation Space mal zu besuchen, könnt ihr gerne jederzeit hier oben auf der 18. Etage vorbeikommen.